Hallo Welt, da sind wir wieder, hier mit unserer Serie D-Net. Das ist nur ein Test. Und in dieser Folge dürfen wir den Titel Human Delusion vorstellen. Ein Adventure-Indie-RPG-Titel, eine Simulation. Herausgeber sind Joem Productions, Hersteller Spectre Studios und Joem Productions. Das Ganze ist erschienen am 24. Januar 2020. Und ich bedanke mich für die Zusendung des Keys und dass wir den Titel hier einmal vorstellen dürfen. Ja, und wir starten den Titel jetzt einmal. Human Delusion. Bewegen kann ich mich gerade nicht. Springen? Nein. Schöne Bilder. Ja, hier will man doch Urlaub machen. Oh. How much did I spend? 25 for petrol, 50 for dinner. I waited at the hotel for free, but still. I'm glad we did this night off together. I have to tell her. Yeah, me too. Man, why are they so slow today? I wish I was home. Will our daughter be okay after sleeping at Granny's? Am I getting too fat? She probably will be fine. I can't wait to give her a big hug and hold her. Can't I just leave everything behind and disappear? You know, I'm happy to be with you. $300 would be less. Me too, honey. Oh man, I hate this. Why am I alive? Why did I spend so much again? I'll take her to bed. You take the bags. Is she angry? What did I do? Did I say something wrong? I am too fucking tired for this now. I have to make time for her tomorrow. Fuck, I hate this place. It's way too expensive. She should stop eating out. Doesn't she see she is growing? Why can't I just quit? Jesus, what a mess. Why can't they just clean it themselves? Get drunk? It might work. Maybe I should just go to bed. Why am I such a failure? Why can't I just be normal? I can't live like this anymore. No more days in suffering. I hate my life. I hate myself. I am done. I am finished. Maybe I should just kill myself. What about the people I love? Yes, I love them. They will be fine without me. They will be better off without me. What's happening to me? Is my heart beating this fast? Am I dying? Why did you do this to me?
Why do I have a life like this? I hate you. I am so done. I don't want to take a single breath in this world, with these people, with these feelings, with these struggles. I hate you for letting me suffer this way. Why can't I just have what I want? How did you experience this human journey? Also es läuft gerade von alleine. Außer man kann sich so ein bisschen umgucken. How would you like to experience this human journey? Laufen, springen, ein Menü öffnen, all das sollen wir jetzt wohl noch nicht. Geht alles nicht? Naja, dann genießen wir den Sonnenuntergang. Oh. Ja, keine Tiere hier. Aber schön. Aha. Etwas leuchtet. Ah, doch. Tiere im Wasser. Vielleicht Robben.
Steht da jemand hinter uns? Nein, wir können uns auch nicht bewegen. Nur gucken. Die schönen Bilder genießen können wir, okay? So, do you want to continue your human experience? It's up to you how you will experience your journey from now on. Make up your mind and choose. Sollen wir etwas auswählen? Ich wähle... Wir wählen das hier. Oh, geht nicht. Oh, Moment. Wir sind noch auf dem Pfad. Ich habe meine Wahl getroffen. Ich nehme das hier. Das sieht freundlich hell aus. Geht nicht. Dann das? Auch nicht. Eis? Nein. Soll ich dir in die Augen stechen? Nein. Okay, wir warten etwas. Vielleicht auch mit der Leertaste? Nein. Ah, die Eingabetaste. Auch nicht. Gut, das ist mal was ganz anderes und... Okay, es kann ja jetzt nicht abgestürzt sein. Wir können ja noch bewegen. Alles. Hatte gesagt, wir sollen irgendetwas auswählen. Ich habe hier geklickt. Wie wähle ich das denn anders aus? Vielleicht mit Controller. Controller habe ich nicht. Ah, da tut sich doch was. Hier tut sich doch was. I want to be free. I want to feel unconditional love, be abundant and happy. I just want to enjoy the human experience as it should be. Genau. Holy shit. What happened? Ein krasser Traum, oder? So große Augen. Was? I think so. Please, go back to sleep. Okay. Still alive. Come outside and join us. We're under the tree. Oh. Did it really happen last night? Schön. Es ist, als würde eine fremde Macht uns bewegen. Wow. Oh, this is so beautiful. Ja. Wir bewegen uns zwar, aber ich habe keinen Einfluss darauf, außer dass wir uns so ein bisschen umgucken können. I have never seen this tree so alive. The colors so deep and the sound so clear. Could this be it? Am I free? Ach, da sind wir wieder. Haben wir was falsch gemacht? Fangen wir wieder von vorne an? Nein, von vorne anfangen, da waren wir woanders. Können wir uns jetzt bewegen? Nope. Ja, außer umgucken, das geht. Hier ist das Buch, das mysteriöse Buch wieder. Oh. Und... Das ist der Anfang. Ach. Aha.
Haben wir doch was falsch gemacht? Ja, das war der Anfang wieder. Vielleicht hätten wir diese grauenvollen Bilder dort wählen sollen, die Hölle und so. Da leuchtet was. Ah, das ist es aber, glaube ich, auch nicht. Können wir uns jetzt bewegen? Nein. Also wir haben auch kein Pausenmenü, Speichermenü und haben wir alles nicht. How much did I spend? 25 for petrol, 50 for dinner. Wait, we got the hotel for free, but still. I'm glad we did this night off together. I have to tell you. Yeah, me too. Man, why are they so slow today? I wish I was home. You and Dora be okay after sleeping at Granny's? Am I getting too fat? She probably would be fine. I can't wait to give her a big hug and hold her. Can't I just leave everything behind and disappear? You know, I'm happy to be with you. $300 would be less. Me too, honey. Oh man, I hate this. Why am I alive? Why did I spend so much again? I'll take her to bed. You take the bags. Is she angry? What did I do? Did I say something wrong? I am too fucking tired for this now. Die Farben sind schwächer, ne? I have to make time for her tomorrow. Fuck, I hate this place. It's way too expensive. She should stop eating out. Doesn't she see she is growing? Anklicken können wir nicht. Quit. Es bewegt sich von selbst. Jesus, what a mess. Why can't they just clean it themselves? Oh, sieht aber diesmal ein bisschen verschwommen aus alles. Get drunk? It might work. Maybe I should just go to bed. Why am I such a failure? Why can't I just be normal? I can't live like this anymore. No more days in suffering. I hate my life. I hate myself. I am done. I am finished. Maybe I should just kill myself. What about the people I love? Yes, I love them. They will be fine without me. They will be better off without me. What's happening to me? Is my heart beating this fast? Am I dying? Fuck. Shit. Shit. Please, please make it stop. Shit. Wait, maybe I should die. I don't care anymore. I don't care anymore. I give up. Und da fliegen wir wieder ins Loch. Why did you do this to me? Why do I have a life like this? I hate you. I am so done. I don't want to take a single breath in this world. With these people. With these feelings. With these struggles. I hate you for letting me suffer this way. Why can't I just have what I want? How did you experience this human journey? Oh,
Ah, wir machen mal einen Screenshot, oder? Ja, haben wir gemacht. Ja, nach wie vor. Ja, vielleicht geht das mit dem Controller, dass man sich da irgendwie bewegen kann anders. Na gut, damit sind wir am Ende der Vorstellung. Ich denke, das geht so weiter. Wir werden uns wahrscheinlich die düsteren Bilder nochmal angucken können. Das möchte ich uns jetzt vielleicht ersparen. Der Titel heißt Human Delusion, ein Adventure in die RPG-Simulation von Joam Productions. Hersteller sind Spectre Studios und Joam Productions. Herausgekommen am 24. Januar 2020. Und ich bedanke mich nochmal für die Zusendung des Keys zu dem Titel und dass wir den Titel hier einmal vorstellen durften. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.